Markus, kurzes Fazit nach diesem erfolgreichen Spiel. Vielleicht auch den Erfolg aus dem letzten Spiel noch mitnehmen im Fazit. Boah, die Zahlen sprechen für sich, ne? 6 Punkte, 5:0 Tore. Also völlig andere Ergebnisse, als wie wir sie jetzt in den 12 Spieltagen davor erzielt haben. Ja, das tut schon gut. Man hat es bei Waldorf ja schon gesehen, beim Auswärtsspiel. Da ist richtig Tempo drin, da ist Kommunikation drinnen, da ist auch ein neuer Spaßfaktor drin. Ja, wir haben die gleichen Spieler auf dem Platz im Grunde genommen, aber dann doch eine andere Mannschaft. Auf den oberflächlichen Blick könnten manche sagen, es lag am Trainer. Wie siehst du es? Gut, Trainer haben sowieso in unserer Zeit, muss ich sagen, den schwierigsten Job. Ja, die stehen eigentlich von der ersten Minute an, auch in der Vorbereitung, schon unter Druck. Ja, man kann sich manchmal solche Entwicklungen auch gar nicht erklären. Wir haben ja eigentlich auch eine super Vorbereitung gehabt. Ich kann mich erinnern, muss unser erstes oder zweites Vorbereitungsspiel gewesen sein gegen den SC Freiburg 2, die ja sensationell aufgestiegen sind letztes Jahr mit großem Vorsprung. Die hatten ja gegen uns gar nichts zu melden. Ja, die haben wir, wenn ich es richtig weiß, 3-1 geschlagen. Da haben die, glaube ich, eine Torchance gehabt. Und dann denkst du, okay, jetzt kommt ein anderer Rhythmus rein. Ja, jetzt sehen wir auch die veränderte Mannschaft, die wir uns vorstellen. Und zwar auch schon früher, auch schon schneller, als man sich bei so einem großen Umbruch sich das vorstellt. Und dann kommt man irgendwann mal in so ein Fahrwasser rein, das kann man sich nicht erklären. Und dann ist man in so einer Spirale und die Spirale läuft und läuft und läuft und läuft halt nach unten. Und dann kommen halt die Gesetze des Marktes. Ja? Also ohne, dass man jetzt einen Adels einen großen Vorwurf machen kann. Der war sehr engagiert, der hat sehr viel probiert. Aber letztendlich hat man dann als Verein dann die Möglichkeit, dann einen Impuls zu setzen und das ist halt dann der Trainerwechsel. Und der hat jetzt in dem Fall, dieser Impuls hat funktioniert. Also ist es mehr von euch ausgegangen, der Wechsel? Ich meine, es ist sicherlich allen nicht schwer gefallen und ich denke, allen schwer gefallen, meine ich. Und ich denke, Adis hat aber auch sehr viel investiert, persönlich. Ist ja so ein Fußballverrückter. Ist sicherlich nicht einfach gewesen. Nein, das war nicht einfach und es war jetzt auch kein kurzes Gespräch. Ja. Wir haben die Gesamtsituation dann innerhalb der Vorstandschaft ja nochmal analysiert und haben uns dann am Sonntag dann auch mit dem Adis dann nochmal zusammengesetzt nach dem Spiel. Hatten dann muss ich sagen, ein sehr intensives Gespräch über, ich glaube, über zwei Stunden und waren dann eigentlich auch alle zusammen zu der Erkenntnis gekommen, dass man jetzt einfach einen anderen Impuls bringen muss. Ja, und das die einzige Möglichkeit, die man halt mitten in der Saison hat, ja, ist halt dann der Trainerwechsel. Köckern, ist ja jetzt nach den zwei Spielen, ist vielleicht zu früh natürlich über den Klee zu loben, aber wie zufrieden seid ihr mit dem Trainer jetzt und wie sehr kannst du dir vorstellen, dass es halt eine feste Geschichte wird? Also Gökhan ist ja kein Unbekannter bei uns. Ja. Gökhan hat ja schon zweimal vorher die erste Mannschaft trainiert, noch in der Verbandsliga. Gökhan ist, seit ich mich erinnern kann, 12, 13 Jahre schon in unserem Verein als Spieler, sehr frühzeitig als Trainer. Man hat dann 2009, 2010, als er dann als Jugendtrainer angefangen hat, hat man schon gesehen, dass er ein unglaubliches Trainertalent ist. Er ist noch relativ jung, er ist 33 erst. Ja. Gehört quasi zu der jungen Generation, die man jetzt alle so anpreist, ja, wie Tuchel oder Nagelsmann. Ja. Bei Tuchel ist er schon älter, aber Nagelsmann zum Beispiel. Beim Gökhan wussten wir, er ist vereinsaffin, er kennt das Umfeld, er wird sehr schnell zurechtkommen als Cheftrainer mit Mannschaft, mit Vorständen. Die Mannschaft kennt er ja auch seit der Vorbereitung schon. Und wir hatten jetzt eigentlich auch überhaupt keinen Zweifel, dass wir aufgrund von seinen Qualitäten, die wir ja kennen, ja, dass er jetzt zunächst mal der richtige Mann ist, ja, um da diesen neuen Impuls reinzubringen, den ich ja schon angesprochen habe. Kurzer Ausblick auf die Zukunft und was darf man jetzt vom CFR sich noch erhoffen? Was meinst du? Ach, jetzt müsste ich eigentlich 2 Euro in so einen Sparschwein reinschmeißen. Wir denken von Spiel zu Spiel. Ja? Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Mannschaft jetzt, und das hat man ja schon beim Training jetzt auch gemerkt, ja auch die ganze Vorbereitung diese Woche. Das heißt ja immer, so wie du trainierst, so spielst du auch. Und das hat die Mannschaft heute 1:1 umgesetzt. Also das war schon sehr, sehr, sehr beeindruckend, was man da gesehen hat. Ich gehe mal davon aus, dass wir weiterhin sehr gut auftreten werden, ja? Dass die Spieler Fußball spielen können. Das wussten wir ja vorher, wir haben die auch lang genug beobachtet. Wir werden es auch, glaube ich, jetzt von kleineren Rückschlägen jetzt auch nicht mehr zurückwerfen lassen. Für uns gilt es jetzt erstmal unten rauszukommen, ja, sich da möglichst schnell im Mittelfeld zu stabilisieren, damit man so ein bisschen Luft hat von den Abstiegsrängen. Man weiß ja nie genau,
was jetzt von oben noch runterkommt. Da können ja bis zu 5 oder 6 Mannschaften absteigen. Also das ist erstmal das primäre Ziel. Und dann haben wir ja diese Saison ja sehr viel Spaß im Pokal. Ja, also wir haben jetzt dann das Halbfinale gegen Espanyol Karlsruhe nächstes Jahr. Wir sind so nah am Finale dran, wie wir es eigentlich noch nie waren. Ja, das wissen auch die Spieler. Und da freuen wir uns dann ganz besonders drauf. Markus, ich danke dir vielmals für das Interview. Danke und dir. Viel Erfolg. Dankeschön, Jürgen. Mach's gut, ciao.